Er ist ein Trasher. Das ist klar. Und die Hose? Keine Ahnung. Gehen wir mit der Standardhose lang. Das ist der coole Guy mit der Jeanshose. Passt. Vielleicht noch andere Schuhe, keine Ahnung. Wobei, so wie es ist, passt es an sich auch gut. Ja, so wie es ist, passt es auch. Wobei, theoretisch will ich ihm noch eine andere Hose bis zum wenigstens geben. Also, was gibt's da sonst noch? Andere Jeanshosen. Ein bisschen angeschreddert. Na, passt nicht ganz so zu ihm. Wenn dann so eher. Glaube ich. Und vielleicht Accessoires. Ihm kann man vielleicht ein paar reinhauen. Wobei, wenn dann hätte er ihn. Nein. Wenn dann nur vielleicht höchste geile Sonnenbrille. Hier gibt's keine. Das sind nur normale Brillen und keine Sonnenbrillen. Nee, dann nicht. Nee, sonst auch nicht. Skateboard! Was haben wir denn da? Weißt du, was Neues? Das sieht gar nicht mal so arg uncool aus. Das würde ich ihm einfach mal geben. Merchandise, Skateboards, Trucks. Gehen wir mit dunklere Trucks. Passen besser zum Style. Und Rollen. Mal gucken. Oh, das sieht. Oh, das sieht. Das sind halt wirklich solche Skateboard-Rollen, so wie sie fürs normale Skaten da sind. Die sehen richtig cool aus. Ach stimmt, das sind Gesten, die haben wir gar nicht gemacht. Ach, ja, ach so, ich konnte meine eigene Haltung einstellen. OG, aggressiv. Mal wieder aggressiv. Wirklich, Macho. Standard. Warum habe ich das bei mir nicht eingestellt? Das muss ich ja noch bearbeiten. Das mache ich dann. Gut. Weiß ich noch, was ich bei mir zu tun habe? Am Anfang muss ich irgendwie echt viel bearbeiten. Schön. Toll. Coach Frank sagt. Coach Frank mag Schnurrbärte und stylische Airs. Ich könnte nicht helfen, dir ne. Okay. Plakatfoto. Platziere die Kamera. Bei irgendeinem Trick. Ach. Wir sind Simpson. Simpson muss uns Tricks zeigen. Kamera erstmal platzieren. Wir müssen dann aggressiv aussehen. Ich glaube, wenn, dann machen wir hier. Und dann gehen wir, glaube ich, auf die linke Ledge. Ich glaube, wir gehen dann auf die. Dann auf die linke Edge. So. Den Trick hätte ich auch gar nicht gewollt. Super. Genau, schon hat einen schwarzen Morden, mit dem er. Schade, dass man das. Nein! Nein, nicht so ein Trick. Nein! Wenn, dann nehmen wir so irgendwas dazwischen, damit es so aussieht, als ob wir aufs Rail landen. Genau so. Immer mit dem Rücken, super. Oder so. Learn to play easy, genau. Das sieht so aus, als würde er drauf landen. Wir tun mehr Schein als Sein. Haben sie noch mit der Sonnenbrille, Alter. Sim Tenson ist mit dabei. He's going to hurt us some more. Ach ja, das ist mal ein nicer. Das ist mal ein bisschen nicer Stream. Sehr viel Auswahl, sehr viel Cooles. Dazu den Ösi reingebracht. Sim Tenson. Und ich muss selber auch noch meine Einstellungen ändern. Ich bin sehr oft auf Goofy-Stellung, obwohl ich eigentlich. Er fährt immer Goofy. Das ist nicht richtig. Du sollst nicht Goofy fahren. Dann ändern wir ein bisschen unseren Style. Skater bearbeiten. So. Stil bearbeiten. Wir sind natürlich regular. Wir haben eigentlich einen lockeren Style. Müsste eigentlich eher zu uns passen. Ich bin auch eine lockere Person, deswegen.
Soll ich den lockeren Style haben? Mal gucken, wie der aussieht. Ich hoffe, das sieht so aus, als würde ich dann richtig locker sein. Weil ich selber fahre eigentlich auch schon sehr locker Skateboard. Guck mal, man sieht. Ja, man sieht es, glaube ich. Hast genau dein Skateboard fallen gelassen, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Dein Skateboard ist da drüben. Dein Skateboard ist da drüben, Mann. Was willst du, Digga? So. Ah, geht doch. Oh, wir sind wieder hier. Perfekt, und einmal nochmal grundsätzlich. Als ob das passiert ist, einfach so. Ja, ich mache irgendwie immer nur Scheiße in dem Game. Das ist das Schlimmste drin. Das habe ich noch nie probiert. Das ist ja so krank. Jetzt noch ein Slide am Ende. Oh Gott! Ein Grind! Ey, die Dinger sind noch da. Was? Hä? Oh, wir haben keinen. Oh nee, wir haben die Dings nicht markiert. Verdammt! Wir können hoch. Wir schaffen's. Ja, so kann man es eh vergessen. Runterrollen, einfach mit dem Skateboard, aber hoch? Nein. Wenn dann vielleicht kurz mal diese Stelle. Jetzt versteigen sie noch, das wundert mich selber. Wahrscheinlich waren wir noch nicht so weit weg, dass es sich deswegen gedacht hat, jo, passt schon. Meine neue Methode hochzugehen. Rückwärts skaten. Ich frage mich, ob das so direkt geht. Das ist sehr interessant. Wenn, dann geht es eher nur so rum. Ach doch, das müsste ja ganz logischerweise gehen. Aber eigentlich richtig rückwärts skaten geht nicht, weil man stellt sich dann eigentlich um. Genau. Man kann ja auch einfach die Stellung umändern. Das ist halt das. Ah, schade. Ich mache einen Grind am Ende. So. Das wird schon irgendwie. So, irgendwie müssen wir den landen. Oh. Das ist am besten gerade, wenn es hier so. Ach du heilige Macaroni. Heieiei. Da geht's wohl jemandem nicht mehr so gut, ne? Das Skateboard da unten noch so. Eieiei. Ja, ich glaube, das ist so gut wie unmöglich, da irgendwie den Grind drauf zu schaffen. Das ist schon möglich, aber. Oh Gott. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber die wird richtig crazy. Das wird so crazy. Ja, das kommt noch auf YouTube. Das ist ja das Schlimmste. Stimmt, Asterix. Das heißt, man sieht all diese Scheiße nochmal auf YouTube. Das ist ja richtig heftig. Das eine Ding ist umgedreht. Super. Kannst du dich bitte wieder aufrichten? Danke. So. Mal gucken, ob ich das schaffe, was ich jetzt vorgehabt habe. So.
Jetzt habe ich was Bestimmtes vor. Den besten Tick, den ich jemals gegeben habe. Nämlich, ich stehe kurz davor auf. Anstoß mit dem Kopf dagegen. Ah, gut. Nein, nicht Skater bearbeiten. Doch, kommt hinterher zum Simpson. Nur irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden. Hätte ich mir mehr. Oh komm, machen wir einen Death Race. Gewinne das Rennen. Warum denn nicht? Wir machen wieder ein paar normale Sachen. Death Races sind extremst, Alter. Sowas würde ich nur machen, wenn ich dick eingepolstert wäre. Dann würde ich sowas machen. Moment, ich muss meine Achsen festziehen. Jetzt erst die Achsen. Und eine raucht noch. Du weißt schon, Rauchen kann töten. Ah, das ist beim Skateboarden. Wir helfen ihm. Du weißt schon, Rauchen kann töten, oder? Weißt du das, der Typ da vorne? Nein, er ist schon runtergefallen. Wir schaffen's. Wir machen Death Race Style Points. So. Jetzt kommt der eine Ultra viel schneller. Ja, Hauptsache gegen Ende, ne? Ne, doch nicht. Gut. Ich dachte schon, Alter. Den Rest fahren wir so zu Ende, Alter. Like a Death Race, Alter. Hauptsache, am Ende ist gestolpert. Nice. Wir haben es geschafft. Killt auch noch. Also ich habe mir noch mehr Boards verkauft. Du musst auflegen. Wo bist du? Du! Du legst es auf, Mann! Passt schon. Du hast dein Handy fallen gelassen. Das ist genau richtig. Batman. Boah, jetzt will ich hinter dem her. Komm, Autofahrer. Jetzt gibst du Vollgas, okay? Ach du Scheiße. Wie soll der hier durchfahren? Das ist aber nicht gleich. Losfahren. Ich habe was Besseres vor, als auf dem Auto zu springen. Was da ist? Es kommt alles. Lass mal ultra schnell werden. Alter. Alles klar. Wie heftig das sein muss mit dem Skateboard. Oh, so schnell noch. Uiuiui. Wollte gerade einen Slide machen. Super. Naja. Au. Lassen Sie mich am Leben. Ich muss Speed sammeln. Davor geht nichts. Jetzt könnte ein Auto ruhig langsam kommen, aber nicht in der Kurve. Gut. Jetzt! Jetzt! Wo ist denn hier ein Auto? Da! Oh Gott. Ja. Alles klar. Das war doch ein bisschen zu groß. Verdammt, das ging doch sonst. Meine Güte. Mit dem Hippie Jump durch
über ein Auto springen und Skateboard unten runter durch. Das muss man mal machen. In echt am besten. Hey, hier gibt es auch noch Fußgänger. Oh, das ist ein Skandal. Das war was denn? Nö. Hör auf mit deinem Taser, Alter. Nein, du sollst mit deinem Taser aufhören. Schmeiß den Taser weg. Danke. Du sollst dich 10.000 Taser aus deinem Nichts rausholen. Guck mal, wie viele da auf dem Boden schon rumliegen. Zwei Stück. Wie viele... Ist sie Polin oder warum... Nein! Wie viele Taser willst du noch mit dabei haben? Tschüss, Oma. Tschüss! Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh. Das Lustige ist, nur die Frauenwelt hat einen Taser. Das ist das Lustige. Asterix, so ist das. So, das können wir weitermachen. Mit dem Death Race auf dem Dach hin. Los geht's! Ah. So muss das sein, so ganz einfach hier. Einfach durch die Welt hier hindurch, Mann. Yeah. Aha. Du Null. Geil. Habt ihr gehört, ich bin eine Null, Alter. Ich bin bereit. Wie sieht's mit euch aus? Die hauen immer die besten Sätze raus. Friss einen Staub. Loop, learn to play! Sag ich doch. Alter, wie behindert waren die? Wie ich Pokémon Tekken finde, ich hab's damals immer nur gesehen. Ich fand's in Ordnung. Ich selber hab sonst halt nichts dazu, also... Boah, kann ich nichts dazu sagen. Sonst... Ach nur, dass ich es in Ordnung finde und cool. Ein Millimeter hinter mir, so bäb. Also vor mir meinte ich natürlich. Und einfach so ein Idiot ist. Meine Fresse. Das war für mich immer eines der schwierigsten Death Races. Und jetzt muss ich hier richtig runter. Hab ich's geschafft? Ja. Nein! Nein! Nicht immer bei diesem Death Race! Nein! Immer! Nein! Och Mann! Na ja, komm. Ja, yeah, ich hab gewonnen! Was soll ich dazu sagen? Ich habe einmal richtig unten. Und dann passiert das. Oh, meine Mutter ist da. Oh. Schon wieder fallen sie alle runter. Und dann sterbe ich doch eh wieder. Pokémon Tekken ist so wie Tekken, es ist nicht so wie Street Fighter. Ich weiß ja selber noch, was Tekken ist. Da muss man halt schon sagen, dass das so wie Tekken ist. An dieser Stelle.